I am the Jochen and this is the Frühsport für Dienstag, den 2. März 2021. Schönen guten Morgen. Der FC St. Pauli ist Hamburger Stadtmeister. Gestern gab es ein 1-0 gegen den Hamburger SV. Kurz vor Schluss haben sie das Siegtor erzielt und damit können sie sich fürs nächste halbe Jahr Derby-Sieger nennen. Und für die Tabelle hat das auch noch Auswirkungen. Ich hatte sie ja gestern schon gezeigt beim Themenschwerpunkt. Ich will es trotzdem noch mal kurz aufgreifen, weil es doch einschneidende Änderungen mit sich brachte. Wir sehen hier die obere Hälfte, nämlich den oberen Teil der Tabelle. Und beim HSV habe ich hier hinten weggetippext, das kleine Sternchen, denn die Hamburger haben jetzt ihr Nachholspieljahr ausgetragen. Und das heißt, sie sind momentan nicht mehr in den Top 4. Hinter Fürth zurückgefallen, Bochum und Kiel vorne weg, Karlsruhe lauert. Das war ein Rückschlag für HSV. Ganz spannend aber, am kommenden Wochenende gibt es Fürth gegen Bochum und HSV gegen Kiel. Also die vier sind unter sich, das wird ganz, ganz heißer Spieltag nächste Woche. Da könnte sich unter Umständen hier auch schon einiges auseinanderziehen jetzt wieder. Oder es könnte sich noch weiter zusammenschieben. Müssen wir mal gucken. Unten jedenfalls, da wo der FC St. Pauli gestern noch drin stand, in dieser Tabelle, den habe ich auch jetzt aktualisiert. Ich habe ihn nämlich auch weggetippext. Ihr seht, da taucht kein FC St. Pauli mehr auf, denn die waren mal hier, sind jetzt da oben rausgeschossen. Und liegen jetzt tatsächlich 10 Punkte vor den Abstiegsplätzen und vor dem Relegationsplatz. Ich denke, das Ding ist durch. St. Pauli mit einer tollen Serie haben sie sich jetzt hier wohl gerettet. Übrigens, auch hier wird es heiß am Wochenende. Zweitliga wird toll nächste Woche. Braunschweig gegen Sandhausen. Das sind die beiden hier. Die spielen auch direkt gegeneinander. Habe ich gestern gar nicht gesagt. Also, da wird es auf jeden Fall sehr spannend werden. Was haben wir noch? Diese Woche gibt es ein Premier League Spezial. Wir sind bei England angelangt und da schauen wir mal kurz drauf, wie es in der Tabelle aussieht. Das ist schon sehr drastisch bei denen, denn das hier ist der obere Teil der Tabelle. Ich sagte ja schon, wir gucken in den großen anderen Ligen nicht nach unten jetzt. Wir schauen uns mal oben an, wie es um die Meisterschaften und um die Europacup-Plätze ausschaut. Und da sieht man diese Riesenlücke, die da inzwischen entstanden ist. Eben was schärfer, ne, bei der zweiten Liga. Was willst du machen? Da oben ist Manchester City. Die thronen da oben mit einem 12-Punkte-Vorsprung auf United auf Platz 2. Direkt dahinter Leicester. Dann kommt wieder eine kleine Lücke und dann klumpt sich's wieder so ein bisschen. Da haben wir also einen ganzen Haufen stehen. Das sind dann hier West Ham, Chelsea, Liverpool und auch Everton. Wobei Everton noch ein Nachholspiel hat. Der kleine Stern hier hinten zeigt es wieder an. Und die Vereine mit dem P sind noch im Pokal drin, könnten Pokalsieger werden. Und L, das bei Manchester City heißt, die spielen noch um den Ligapokal gegen Tottenham. Die sind jetzt hier noch nicht auf dem Tableau drauf, weil sie weiter unten stehen. Das ist insofern noch relevant oder unter Umständen relevant, weil in der Champions League spielen die ersten vier, das ist klar. Aber in England spielt nur der fünfte sicher Europa League. Die beiden Pokalsieger, die wären dann die anderen beiden, die sich qualifizierten für Europa League Quali und für die Conference League, die ja neu dazukommt. Das heißt, auch da könnte es passieren, dass wenn einer von denen hier noch Pokale gewinnt, dass sie dann, das war in der Vergangenheit immer so gewesen, dass dann natürlich auch der sechste oder vielleicht der siebte sogar noch Europapokal spielen darf. Momentan ist aber so, dass da unten Liverpool nicht drauf bauen kann. Die spielen keinen Pokalwettbewerb mehr. Und wenn jetzt keiner von den Top 5, die hier momentan stehen, einen Pokal gewinnt, wenn Tottenham den Liga Cup holt und den FA Cup jemand anders von denen hier, abgesehen von denen hier, dann ist Liverpool raus momentan. Und sie haben auch kein Nachholspiel. Gut, es ist jetzt eine Momentaufnahme, da gibt es noch jetzt eine ganze Reihe von, ich glaube 12 Spieltage haben die noch in England. Aber trotzdem interessant. Jedenfalls, diese Lücke da oben ist schon beängstigend von United nach City. Die spielen auch gegeneinander am Wochenende. City gegen United, das Duell, das Derby of Manchester steht an. Liverpool seinerseits spielt am Donnerstag gegen Chelsea. Die sind ja auch quasi Nachbarn. Die sind sogar Nachbarn hier. Punktnachbarn und Tabellennachbarn. Auch das interessant. Denn diese Woche gibt es in der englischen Liga keine Nachholspiele. Es gibt diese Woche Vorholspiele. Die haben ja diese ganzen Pokalwettbewerbe. Und die spielen die auch stur an den Wochenenden. Ich bin wieder weiß geworden. Jetzt geht's wieder. Die spielen an den Wochenenden, damit schönes Wetter ist und schöne Anpfiffzeiten. Die spielen den Pokal nicht unter der Woche und schieben stattdessen ihre Ligaspiele auf unter der Woche. Das ist auch so ein kleiner Eingeständnis den kleinen Vereinen gegenüber. Finde ich auch ganz nett. Und der FA Cup hat da eh eine andere Tradition als bei uns der DFB-Pokal noch. Deswegen werden jetzt alle die Mannschaften, die noch im Pokal dabei sind, schon ihre Spiele unter der Woche austragen. Diese Woche. Damit sie dann am Pokalwochenende, übernächste Woche müsste das sein, ihre Pokalspiele austragen können. Ist auch eine Besonderheit. Und so spielen eben diese Woche nicht alle,
Aber es spielt heute Abend Manchester City, der Tabellenführer, gegen Wolverhampton. Das ist das einzige Spiel heute. Das gibt es um 21 Uhr live zu sehen auf Sky Sport. Und dann im Laufe der Woche weitere Partien. Everton hat gestern gegen Southampton noch gewonnen. Deswegen sind die auch in dem Tableau jetzt hier mit Liverpool wieder gleichgezogen. Im Laufe der Woche sage ich Bescheid, wie die anderen Spiele entsprechend dann ausgehen. Was gibt es heute noch? Dritte Liga gibt es. Viktoria Köln gegen Magdeburg. Das ist ein Nachholspiel. Eines von vielen, die jetzt noch anstehen. Das startet schon um 17 Uhr. Grund ist der DFB-Pokal, der dann um 18:30 Uhr theoretisch beginnen sollte, aber es nicht tut, weil das Spiel ausfällt. Regensburg gegen Bremen, weil Regensburg hat Corona. Die Mannschaft ist in Quarantäne, also Regensburg-Bremen wird nicht stattfinden. Trotzdem das Drittligaspiel um 17 Uhr schon auf Magenta Sport. Und für den DFB-Pokal haben wir dann trotzdem noch eine Partie übrig und die hat es auch in sich. 20.45 Uhr Gladbach gegen Dortmund. Die Mannschaft von Marco Rose gegen die neue Mannschaft von Marco Rose. Und das Ganze live zu sehen im Ersten und auf Sky Sport, wer da reingucken möchte. Das wird auf jeden Fall ein heißes Ding. Italien gibt es auch noch zwei Spiele. Das sind jetzt, muss ich aufpassen, Nachholspiele wiederum. Nee, sind sie eben nicht. Genau, die spielen einen regulären Spieltag in Italien. Das ist ein kompletter, den machen wir dann am Freitag, machen wir den Blick nach Italien. Da haben wir Lazio gegen den FC Turin um 18:30 Uhr. Und dann haben wir Juventus gegen La Spezia um 20:45 Uhr. Beide Spiele auf der Zone live zu sehen. Also beides mit Turiner Beteiligung. Weg vom Fußball. Nordische Ski-WM in Oberstdorf. Es geht weiter nach dem gestrigen Ruhetag. 13.15 Uhr im Langlauf. Die 10 Kilometer der Frauen live zu sehen auf Eurosport 2 und auf sportschau.de. Und um 18 Uhr gibt es die Quali zum Großschanzenspringen der Frauen. Das gibt es live auf Eurosport 1 zu sehen. Aber das Highlight des Tages wird wahrscheinlich sein die Snowboard-WM. Da gab es gestern Gold für Selina Jörg. Das ist die neue Weltmeisterin im Parallel-Riesenslalom. Ganz herzlichen Glückwunsch auch an sie. Und heute geht es mit dem zweiten und letzten Wettbewerb weiter in Rogla. Das ist der Parallel-Slalom der Snowboarderinnen und Snowboarder. 14.45 Uhr das Ganze live zu sehen. Auch auf sportschau.de wird es übertragen. Wenn jemand da also zu Gast sein möchte, tut euch keinen Zwang an. Ich glaube, es lohnt sich. Basketball wird europäisch heute. In der Basketball-Euroleague gibt es drei Partien mit deutscher Beteiligung. In der Euroleague sind es zwei, nämlich St. Petersburg gegen Alba Berlin um 18 Uhr. Und um 20:45 Uhr haben wir Roter Stern Belgrad gegen die Bayern. Das gibt es beides auf Magenta Sport. Und das dritte Spiel ist nämlich Basketball Champions League. Die startet nämlich heute mit ihren ersten Spielen. Unter anderem der tschechische Vertreter aus Nymburk, der trifft auf Bamberg. Und das gibt es auch auf der Zone zu sehen. Aber es ist eben Champions League und nicht Europa League. Und was haben wir noch? Basketball Bundesliga gibt es auch noch ein Spiel. Und das gibt es in... Oh, ich sehe gerade Nymburk gegen... Habe ich Mist erzählt? Ja, auf der Zone zu sehen. Ja, also so stimmt. Ach Gott, ich komme völlig ineinander. Also auf nochmal. Basketball Europa League mit Alba und mit Bayern auf Magenta, so wie ich es gesagt habe. Und die Champions League auf der Zone, so wie ich es gesagt habe. Nur habe ich gesagt, auch auf der Zone. Das war falsch. Das auch bitte streichen. Also Nymburk gegen Bamberg gibt es auf der Zone. Und in der Basketball Bundesliga spielt um 20:30 Uhr noch Bonn gegen Bayreuth. Das gibt es auch auf Magenta Sport zu sehen. Es ist ein bisschen verworren mit diesen Wettbewerbsverteilungen. Im Handball ist es einfacher, da läuft alles bei der Saison heute Abend. Europäisch auch. 17 Uhr die European League mit Füchse Berlin gegen Sporting Lissabon. Um 18:45 Uhr die Rhein-Neckar-Löwen gegen Gudme aus Dänemark. Und ZSK Moskau gegen Magdeburg. Und um 20:45 Uhr dann in der Champions League Kiel gegen Celje. Das alles auf der Saison. Das heißt, wer Bock hat, kann halt einen richtig tollen Handballabend machen. Wer Bock hat, kann einen Basketballabend machen. Mit jeweils 4 Spielen, aber man kann auch einfach beim Fußball bleiben. Man kann auch zum Eishockey rübergehen, da gibt es 2, nämlich um 18:30 Uhr Ingolstadt gegen München und danach dann Köln gegen Iserlohn. Und tagsüber kann man sich noch ein bisschen nett machen mit Tennis. Da läuft ab 11 das Turnier ATP 500 Rotterdam auf Sky Sport. Und um 12.30 Uhr, ab 12.30 Uhr zeigt dann das Zone das WTA 500 aus Doha. Heute mit Laura Siegemund, die glaube ich auch gleich anfängt um 12.30 Uhr. Das also der Tennis. Das Tennis. Das sind die Haare. Die müssen runter. Die verwirren mich so total. Ich hab heute Abend Friseurtermin. Mal gespannt. Morgen früh werde ich hier schon mit wahrscheinlich einer nicht ganz dramatisch anders aussehenden Frisur setzen, aber kürzer auf jeden Fall. In diesem Sinne, seid nicht so verwirrt wie ich gerade. Morgen wird es auch viel, hoffentlich wieder ein bisschen
sortierter hier bei mir. Schön, dass ihr trotzdem da seid und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen trotzdem wieder kämt. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.